Hallo meine lieben Rollenspielfreunde da draußen und herzlich willkommen zurück bei unserem guten alten Ritter Roffel, der auf dem Weg ist, ein weiteres Geschäft zu eröffnen an der Stelle. Wir sind gerade eben beim letzten Mal, oh warte mal, ich habe noch Truppen, die hier abgegradet werden können, wie ich gerade eben sehe. Oder? Ne, ich weiß nicht, warum mir da gerade eben was angezeigt wurde. Ich weiß es nicht. Achso, die Jungs, die wollen sich mir potenziell anschließen, ich sehe schon. Okay, ich habe wieder mal hier Level Up hier, wie ich sehe. Ich kann hier einen freien Attributspunkt vergeben und ich bin im Schwertkampf besser geworden. Jetzt bin ich halt am Überlegen, wo ich meine Punkte noch hineinsetzen will. Ich will mal gerade mal gucken, was hier Cunning macht. Cunning is the ability to predict what the other people will do and to outwit their plans. Bla bla bla. Increasing Cunning makes it easier to learn bound skills and also raises the learning limit. Jetzt bin ich halt am Überlegen, was die das Truppenlimit erhöht. Ich würde mal annehmen, dass es Leadership halt auch ist, oder? Ich muss gerade mal gucken, was macht Leadership? Maintain high morale in your party, assemble and lead armies. Ich glaube, das ist das, was ich hier erhöhen will. Und ich gehe auch mal hier auf das da. Genau, zack. Dann. Jetzt gucke ich mal, ob sich hier meine... Nee, mein Limit ist jetzt, hat sich nicht verändert. Okay. Gut, aber es kann gut sein, dass ich da erstmal noch besser werden muss. Egal, ich habe es auf jeden Fall mal gemacht, weil ich möchte auf jeden Fall auch da mit der Zeit mal hin. Ich gehe übrigens absichtlich nicht nach Oxhall. Und doch, will ich nach Oxhall? Ich kann auch ein... Ach komm, ich glaube in Oxhall war noch ein zweites Geschäft, was ich kaufen hätte können. Dann hole ich das halt auch noch. Oh, da sind mal 22 Looter. Ja, egal, ich lasse die jetzt mal kurz mal links liegen. Und vertick jetzt erstmal hier die Jungs, die... ich hier nicht brauche, ne? Kein Mensch braucht Looter. Obwohl sie halt auch durchaus interessante Infanterie werden können. Sie können zum Beispiel imperiale Infanterie werden. Ich finde es interessant, dass Looter interessanterweise immer imperiale sind. Also man könnte die Jungs auch tatsächlich einfach hardcore trainieren und aus ihnen imperiale machen. Aber dann kann ich auch einfach zu den Imperialen gehen und Leute einfach anheuern. Von daher babidi babidi bu. Und raus bist du. So, Rotary auf 25 erhöht. Back to Center. Und ich wollte ja in die Stadt. Genau, die Tannery gehört uns ja schon, wenn ich mich nicht irre. Ich hoffe, dass ich das jetzt hier nicht mit einem Testspiel, was ich gemacht habe, verwechsle. Ne, die Tannery gehört uns. Es gab noch was anderes. Tannery und... Clearing? Ne, die Leinenweavery. Genau, die Leinenweavery. Die will ich vielleicht noch kaufen. Damit wir uns noch mehr Truppen leisten können. Ich möchte natürlich meine Männer auch soweit es geht in der Festung weiter upgraden. Ne? Und ich möchte auch immer mehr Geld in die Festung investieren, um sie noch weiter auszubauen. Denn es ist mein. Ne? Und was mein ist, muss natürlich auch weiterhin ausgebaut werden. Man investiert natürlich in so etwas. Und dann werden wir auch irgendwann mal uns darüber Gedanken machen, ob wir nicht vielleicht sogar Kinder haben wollen. Huch, nein, ich wollte die Waffe gar nicht ziehen. Ich komme jetzt mit einem schlagkräftigen Argument rein. Ich möchte deinen Scheiß kaufen. Das war eigentlich nicht so der Plan. Wo ist jetzt der Typ, dem das Ding hier gehört? Jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich in diese Leinenweberei reinkomme. Also diese Weberei reinkomme. Irgendwo muss doch so ein Workshop-Typ sein. Ah, Shopworker, perfekt. Hi, ich möchte gerne dieses Ding hier kaufen. 14.000, bin ich bei. Weißt du was, du machst einfach weiter, was du gemacht hast. Ich glaube, du weißt, was du tust. Coarse flax is woven into useful linen in the workshop. Many folks buy it for general use. It is also essential for making garments and armor in other workshops. Are you sure you want to open a linen weavery? Yes. So, dann haben wir das jetzt hier schon mal gemacht. Perfekt. Das Ding wird am Anfang natürlich jetzt hier noch kein allzu großes Geld produzieren, aber wir sind ja ohnehin schon abgesichert. So, dann gucken wir mal in die Arena. Findet hier was statt? Tatsächlich, wenn wir ohnehin schon da sind, da kann man ja auch mal da reingucken. Es gibt hier Stiefel. Ganz im Ernst, da bin ich dabei. Accept Join. Und das königliche welche. Jawohl, einen habe ich erwischt. Den habe ich auch erwischt. Gut. Den habe ich erwischt.
Und auch den habe ich erwischt. Sehr gut. Ach, den gibt es ja sogar noch. Habe ich nur seinen Gaul erwischt oder was? Egal, dann habe ich 3 Stück erwischt und einen Gaul. Macht daraus 3,5. So, weiter geht's. Oh Gott, die hippen Scheiße. Diese Scheiße ist gar nicht so hip, wie man denkt. Wow. Oh, da gehe ich schon down. Ja, jetzt kann ich nur hoffen, dass mein Armbrustschütze das jetzt hier noch irgendwie gewuppt bekommt. Dass ich jetzt hier nicht einfach so... Jawohl, wir kommen weiter. Oh, hab ich hier Glück, ey. Ey, ohne Witz, ich muss das irgendwann mal üben. Aber ich find's irgendwie auch passend, ne? Mein Charakter hat ja auch keinen Skill in Zweihandwaffen. Dass ich es nicht... Der hat sogar noch gewonnen! Mein Charakter ist halt einfach kein Zweihandkämpfer. So, Skip Round und Join. Na also, das ist doch die Art von Kampf, die ich bevorzuge. Schwert und Schild, wie es Ritter auch tun. What? Wo lol? Ist klar. Also ich habe die ersten 2 Treffer mal wieder nicht verstanden. Gefühlt gingen die halt einfach quasi durch mich durch. Oh nein, die schon wieder. Komm Junge, wir machen das da drüben hier in dem Teil. Komm, komm, komm. Da. Der Onkel hat was für dich. Sehr gut. Oh, geschafft. Na gut, ich bekomme den Scheiß immerhin. Ich habe auch gerade eben hier meinen Polearm-Skill auf 99 dadurch erhöht. Sehr nice. Gut. Jetzt gucke ich mal was. Das sind tatsächlich Kettenbeinlinge, so wie es aussieht. Kettenbeinlinge. Die sind besser als meine. Und leichter. Cool. Ey, ohne Witz, das sieht jetzt richtig geil aus. Fehlen nur noch die Handschuhe, dass die auch noch so Kettenbeinlingartig sind. So, du bekommst jetzt diese Panzerung für die Schuhe. Er hat die 18er, dann kannst du die 19er haben. Und du bekommst wiederum die da. Sehr gut. Das heißt, wir verticken jetzt hier ganz, ganz kurz. Will ich erstmal wieder gucken, ob ich irgendwas behalten will. Jawohl, hier die Oliven, Butter. Das Öl will ich nicht behalten. Der Rest geht an den Händler. Gut, 1400 ist wieder unser. Ich schau mal gerade eben, was sie hier so haben. Wow. Ja, es gibt schon... wir sind noch nicht am obersten Segment. Mama. Ich habe gerade eben festgestellt, dass mein Gaul noch richtig scheiße verteidigt ist, wenn ich mir das hier so anschaue. Started Stepbarding. Half Chain. Also ein Halbketten Panzerungsgedöns. Was ist denn das? Wow. Also wenn man es voll auf Zweihandwaffen anlegt, ne? Ich weiß inzwischen, dass manche Waffen erst mit der Zeit einem angezeigt werden. Dass es einfach dauert, bis sie halt nach einigen Tagen, so und so viele Tagen halt produziert werden, ne? Reinforced Leather. Hab ich noch irgendwelche anderen Sachen? Mail Mittens. Boah, ich hätte gern diese Mail Mittens. Es ist der Moment, wo ich halt einfach sagen muss. Ja, komm, das muss sein. Einfach damit wir die Vollkette haben. Ich will einfach die Vollkette haben. Einfach aus Style-Gründen. So, und wir haben jetzt hier... Ja, genau, das habe ich völlig vergessen. Ich kann den Schwertkampf verbessern. Shield Bash Course ist 50 und Engel. Ne, 4% mehr Waffengeschwindigkeit, wenn immer ich ein Schild trage. Jawohl. Und ich bin jetzt hier bei 99. Geil. Und bei 100 bekomme ich eine Waschmaschine. Ne, dann bekomme ich hier tatsächlich Couch Lance Damage Increase. Ja, klar. Nochmal 30% mehr Schaden, wenn man einen Lanzenansturm macht. Als ob es nicht schon schlimm genug wäre. Okay, wir können jetzt hier noch Truppen mitnehmen. Recruit Troops. Die nehme ich alle mit. Zack. Und leave. Jetzt gucke ich mal, ob ich diese 22 Looter da stellen kann. Die lohnen sich halt einfach nach wie vor.
Aber ich werde sie jetzt erstmal wieder selber bekämpfen, weil das Spiel ansonsten mir wieder hier die Hälfte meiner teuer gekauften Infanteriemänner umbringt. Archers, forward! Inzwischen habe ich schon 22 Kavalleristen. So, ja, der Shield Wall ist teilweise eher so semi-nützlich. Will ich meine Lanze jetzt hier auch noch gleich irgendwie zum nächsten Level bringen. Ich gehe schon mal rein. So, hier an der Flanke. Ach komm! Ich fasse es einfach nicht. Wieder mal nichts getroffen, ey. Ey, ich fass nicht, wie man da manchmal... Also diese Typen, ey, sind die, die man am schlechtesten trifft. Ich treffe alles, nur nicht die. Wisst ihr, das ist... Ich verstehe das nicht. Diese Looter trifft man manchmal nicht. Und das liegt daran, glaube ich... Also ich verstehe es schon, aber es ist trotzdem einfach dämlich, dass man die nur deswegen nicht trifft, weil sie die ganze Zeit einfach in diese Steine ins Gesicht werfen, ne? So, die Feinde fliehen jetzt. Was haben sie jetzt davon? Meiner! Mein Trainingsobjekt! So. War's das? Das war's. Immerhin habe ich noch ein Level-Up bekommen. Ich war da mal wieder ein bisschen zu optimistisch gerade eben. Aber es gibt immer noch mal Zeug, was ich mir sofort hier schnappen kann. Leider bin ich nicht noch besser geworden. Ja, der Tat macht jetzt hier tatsächlich eine Armee. Ich könnte mich ja sogar theoretisch anschließen, aber es könnte halt auch echt voll nach hinten losgehen, ne? Wieder in diese fremden Lande zu gehen, nach Kusaidhausen. So, Männer. Das ist jetzt hier auch ein Sharpshooter. Sturgeon Hunter. Ich will mal gerade mal gucken, wohin diese Reise geht. Wenn ich einen Sturgeon Hunter draus mache, dann bleibt er auf jeden Fall ein Fernkämpfer. Es sei denn, ich will noch mehr Cavalry. Aber ich will auch natürlich definitiv ein paar Fernkämpfer haben. Also mache ich jetzt mal ein paar Sturgeon Hunter. Und ich kann nochmal weitere 4 Männer anheuern. Geht das schon wieder hier? Tatsache, 1, 2, 3, 4. Und ich bin voll. Lief. So, wo macht er eigentlich seine Armee, mein lieber König? Bei Furbeck. Bei Furbeck ist er am Start. Bewege ich mich mal dahin. Why not? Oder nee, warte mal. Ich halte mich aus diesem Krieg fürs erste Mal raus. Es sei denn, der Krieg wird zu mir getragen. Mein Plan ist es ein komplett anderer. Wir gehen erstmal nach Hause und bauen unsere eigene Festung aus. Kann ja gut sein, dass ich eventuell da nochmal irgendwie einen Gegner hier mal treffe. Aber dann muss er halt zu mir kommen. Ich habe mein eigenes Gebiet hier zu verwalten. Und früher oder später auch mal einen holden Dame den Hof zu machen. So, erstmal hier nach Hause. Manage Castle. So, wie schnell geht's? Ach, das Gold ist schon ziemlich aufgebraucht. Aber wir haben 75% gemacht. Ja, komm, dann gebe ich euch nochmal 1000. Wenn's hilft. Zack. Bin mal gespannt. Completion in 76 Days. Wait some time. Und mal gucken, ob es jetzt immer noch stimmt. Eigentlich, jetzt mache ich hier 47 Construction. Das müsste ja eigentlich fast schneller gehen. Construction Cost 975. Okay, man sieht, das ist schon sehr teuer. Ich muss es eh erstmal warten, ich bin verletzt. Sehe ich jetzt inzwischen mal, dass die Weavery irgendwas macht. Ah, sie macht das plus 37. Sehr gut. Ich hoffe, dass das Ding jetzt hier dann noch ein bisschen mehr Fahrt aufnimmt und noch mehr Kohle macht. Denn momentan bin ich eigentlich sehr zufrieden. So. Ja, die Tannery hat wieder mal ein bisschen mehr Kohle gemacht. Das schwankt halt auch immer so ein bisschen. Und wenn ich bei 100% bin, schaue ich mir gerade eben dann nochmal den Fortschritt meiner Festung an.
Dum, 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 dum. Zack. So, Manage Castle. Jetzt sind wir bei 84%. Das hat sich gelohnt. Ey, ohne Witz, also diese Beschleunigung durch extra Gold kann man mal machen. Da machen wir mal volle Gönnung, ey. Sehr schön. Ich verlasse jetzt hier mal die Bude. Ich kann ja auch mal gucken, ob ich hier noch Männer anheuern kann. Wobei, warte mal, dann lasse ich aber auch mal ein paar da. Manage Garrison, genau. Sevlandian Recruits müsste man halt eigentlich auch mal hart trainieren, ne? Damit die auch mal so ein paar grundlegende Level-Ups machen. Imperial Infantryman hat ja schon mal ein Level-Up. Imperial Recruit, Sturgeon Warrior ist auch schon weg vom Rekruten. Ich nehme mal die ganzen guten Leute raus hier. Lendian Spearman, der hat auch schon einiges in Level Up. Lendian Infantry, lass ich auch nochmal. Ja, warte mal, die kann ich alle mal rausnehmen. Ich möchte jetzt hier mal die grundlegenden Einheiten trainieren. Dafür lasse ich jetzt auch mal meine ganzen Ritter da. Ja, ich weiß, das ist ein Risiko. Ich will meine ganzen Sharpshooter, die ich habe. Richtig elitäres Volk. Nehmen nur diese Caravan Guards hier mit. Davon habe ich 6 Stück. Die müssen eigentlich reichen. Und dann lasse ich jetzt mal die Infanterie hier mal die Hauptlast tragen. Guck mal, wie viele Männer ich habe. Ich habe 250 Mann. Die Rekruten hier, die muss ich mal ausbilden. Jetzt habe ich zu viele von ihnen dabei. Mercenary Horseman kommt auch noch weg. Der Banner Knight kommt auch noch weg. Habe ich immer noch 14 zu viel. Sturgeon Soldier weg. Hunter, der Brigand kommt weg. Ich bin noch drei Leute zu viel. Die Volunteers müssen aber auch noch gelevelt werden. Der Crossbowman. Ja, die Woodsman. 1, 2. Ich lasse jetzt tatsächlich so da. Okay, und jetzt gehen wir mal auf ein paar Räuber los, ne? Gucken wir mal, wo da noch welche sind. Gucken wir mal, ob hier nochmal eine Quest zu machen ist. Leider nicht. Kann ich mal mit denen irgendwie reden? Ich fände es voll gut, wenn ich mal denen irgendwas Gutes tun könnte. Ich bin der Ritter Roffel, ich stelle mich vor, bla bla. Ich habe eine schnelle Frage. Okay, geht einfach alles original. Gar nichts. Keiner von denen ist ein brauchbarer Typ. So, was ist hier los? Auch nix. Da hat's 8 Looter. Die kaufe ich mir jetzt mal hier. Boah, die sind aber echt schnell. Habe ich mal hier die 11 Looter. Oh, 31 Looter. Surrender or Die Brigand. Und ich sage einfach mal Attack. Ich habe 2 Archer. Guckt euch mal an, was ich jetzt hier für die Infanterie habe. Oh, Mama. Infantry, forward! Ja, aber die muss man jetzt halt auch erstmal, Shieldwall. Ich mach mal Square, oder? Nee, Shieldwall wird eh nicht viel bringen. Raise your shields! So, und jetzt Advance. Advance! Ich will, dass sie angreifen. So, trainiert Männer, macht sie weg. Das war jetzt mal die erste Stufe des Trainings. Aber die ersten Miloch, der Fisch hat ein Level abbekommen. Fürs Zugucken oder was? Scheint so. Ah ne, jetzt haben schon ein paar ein Level up. So, Imperial Infantryman soll es werden. Hier haben auch 4 Stück ein Level up. Crossbowman oder zu Vlandian Footman. Crossbowman habe ich halt echt schon einige. Ne, ich mache Vlandian Footman. Das wäre es, genau. 1, 2, 3, 4. Sehr gut. So will ich das haben. Damit die halt auch mal ein paar grundlegende Skills haben, die Jungs, ne? Und dasselbe machen wir jetzt hier. Attack.
Das ist jetzt halt schon mal Feintuning, was wir jetzt hier halt veranstalten, ne? So, davor. Oh, die würde aber mal sagen, Männer, advance. Move to enemy. Footmen. Kavallerie, setz dich mal da drüben hin. Das wird es Verluste geben. Und ich trainiere jetzt ja auch mal meine Lanzenfähigkeit. Oh, die fliehen schon. Jetzt muss ich die Kavallerie dazu organisieren. Ja, ich glaube, so trainiere ich gerade eben meine Männer eigentlich gerade eben ganz brauchbar, ne? Boah, was der aushält. Auch down. Also man mag auf jeden Fall, wenn man in den Kopf trifft, dann haben die relativ wenig zu lachen. Hätte ich jetzt aber auch, glaube ich, nicht. So. Boah, wie viele das sind, ey. Die haben ja kaum gekämpft. Also ein paar Männer habe ich auf jeden Fall verloren. So viel ist sicher. Das war's. Die verfolgen nichts mehr. Ja, ich habe 3 Mann verloren, aber das ist okay. Ein bisschen Schwund ist immer, sagt man auch, ne? Imperial Recruit. Da gehe ich jetzt auf jeden Fall den Imperial Infantryman Pfad. Denn ich mag die Tatsache, dass sie auf hohen Stufen hier Leute haben mit Schilden. Und ich finde Schilde dann doch sehr superior. The Britannian Volunteer. Da muss ich tatsächlich in die Richtung gehen, also Richtung Woodrunner. Wenn ich Leute mit Schilden haben will. Vlendian Recruit. Ja, die Vlendians glauben ja irgendwie nicht an Schilde, ne? Nur der Vlendian Swordsman hat ja noch ein Schild. Egal. Nehmen wir den Pfad. Okay, dann. Wieder Zeug erobert. Zack. Da sind nochmal 11 Typen. Die kriegen wir auch noch. Wobei ich glaube, ich hole eher mal diese 20 da. Ich glaube, die gehen jetzt hier gerade eben voll in die Sackgasse. Oder? Ne, es ist keine Sackgasse, aber ich bin trotzdem schneller als sie. Auch wenn nur knapp. Boah, na endlich. Oh, ich helfe da. Ja, da kann ich jetzt meine Truppen reinsenden, was soll's. Wie viel habe ich verloren? 2. Passt. Bekomme ich sogar noch ein bisschen was. Warte mal, den möchte ich aber trotzdem mal gesprochen haben, den Typ. Hi du, Kaladok. Na, wie geht's? Ich habe gehört, du hast irgendwelche Probleme. These wars have taken a toll of my men. The bravest often fall first, they say. And fewer families are willing to let their sons join my banner. But the wars don't stop because I have problems. Und was kann ich für dich tun? I need more recruits. Er braucht 9. Was? Maybe you can recruit 9 Britannian Highborn Warrior. Nee, sorry, das kann ich nicht. Habe ich auch kein Interesse daran. Interessiert mich doch nicht, was du hier für Probleme hast, mein Freund. Ich hab nur aus Höflichkeit gefragt. So, ich hau jetzt die Jungs hier raus. Zack. Kann den ja auch nochmal zu seinem Rekruten machen. Genau. Und dann. Dann verkaufen wir hier Zeug. Trade. Ja, und das werden wir jetzt ein bisschen machen müssen, denn ich will ja die Leute schließlich auch zu einer brauchbaren Truppe formen. Aber wir machen in der Zeit auch noch fleißig weiterhin Kohle. So, lief. Und wieder zurück. Mir egal, wo ich die Plünderer bekomme. Irgendwo da hinten waren noch mal 25 Stück. Muss sie bloß wiederfinden. Das sind 23. Schnappt sie euch! Sehr gut. Dann machen wir sie fertig.
Und mit der Zeit habe ich dann irgendwann noch mehr und noch mehr, noch mehr brauchbares Volk. Infantry, close in! Arrows, advance! Soldiers, move! Footmen! So, ich bin jetzt immer schon mal dabei, die schon mal ordentlich zu steuern, so gut ich kann. Infanterie rückt weiter vor. Infantry, forward! Ach komm, greift einfach an. Charge! Und alle Mann. Everyone, kill them all! Lange kämpfen die eh nicht. Mhm, down geht er. Und jetzt bitte die Kavallerie noch ein bisschen aufräumen helfen, ne? Aber es dauert echt lang, bis man hier mal seinen Skill nach oben bekommt. Hammermäßig. Ich würde mir ehrlich gesagt manchmal so einen Bodycount wünschen, um zu wissen, wie viel Leute hat eigentlich Ritter Roffel tatsächlich schon auf dem Gewissen, ne? Na also, da haben jetzt auch gerade eben mal ein paar Leute gut Level-Ups gemacht. Warte mal, Valendian Footman? Will ich so Valendian Infantries oder Spearman? Billman? Hier gibt es halt noch mehr Kavallerie, aber ich will halt insgesamt einfach mehr reguläre Nahkämpfer. Vielleicht noch mal ein paar Pikeniere. So, Leute, dann gucken wir gerade eben mal nochmal, denn ich habe jetzt hier tatsächlich es geschafft. Ich bin schon bei 101. Ich bekomme jetzt hier den Lancer. Yay! Noch mehr Schaden für Lanzenangriffe. Und Rogery! Yeah, mein erster Rogery-Skill. 5% mehr Loot, wenn man Dörfer raidet oder 10% schnellere Raids. Ey, das ist geil. Das bringt mehr als mehr Loot, indem man schneller lootet. Raiding Party. Was für ein Name, ey. Hat einer von denen auch noch irgendwie... Weil irgendwie hat angeblich der Miloch ein Level up. Steht zumindest jedes Mal dran, aber man sieht nichts davon. Soll mir recht sein. Okay. Dann würde ich mal sagen, wir gehen wieder in die Richtung. Ja, 9 Looter, für die setze ich nicht mal einen Blinker. Zumindest nicht im Moment. Ja, gehen wir da hin. Karbanset, mein Nachbar. Okay, dann schauen wir mal, was wir noch verticken können. Ja, das Übliche. Jede Menge Handwerkszeug. Diesmal war es gar nicht so krass. Tavern District. Hause raus. Dann back to center. Arena schauen. Da geht sogar was, Leute. Wir schauen uns das gerade mal an. Oh. Na komm, das schaffen wir doch noch. In der Folge. Machen wir die mal wieder ein bisschen länger. Oh, fuck. Die Art von Kampf. Boah, fuck, 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 fuck. Jawohl, jetzt kommt. Das war gerade eben krass. Also ich mag schon aggressiv sein, wenn es um sowas geht. Das ist das Entscheidende. Was für ein dämliches Bogenschützenturnier. Muss ja bloß hinter denen bleiben. Ich habe das Gefühl, die treffen gar nichts, meine Leute. Ich bin der Einzige, der gefühlt hier die ganze Zeit trifft. Und ich bin der, der den wenigsten Skill hat im Bogenschießen. So, join. Zweihandäxte gegen, zu zweit gegeneinander. Jawohl! Boah! Meine Fresse! Das ist halt alles eine Frage des Timings, ne? Schon wieder.
will da irgendwas zwischen mir haben, aber ich werde es nicht kriegen. Jawoll! Erledigt den Penner. Gut. Gut, 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 gut. Lief. Ja, und damit bin ich zufrieden, meine Damen und Herren. Den Rest noch beim nächsten Mal. Danke für eure Aufmerksamkeit. Haut rein, schöne Zeit. Tschüss und ade.